Einen wunderschönen guten Morgen aus Dublin. Heute ist Samstag, der 21.01.2023. Es ist Ortszeit 7.20 Uhr. Das heißt, in Germany it's 8.20 Uhr. Ja, wir sind hier irgendwie eine Stunde zurück. Flug ging 2 Stunden, aber ich war irgendwie nach einer Stunde schon da. Also nach der Uhr. Die hat sich natürlich dann umgestellt und zurück zu werden wir dann nach Abflug 3 Stunden später erst da sein. Aber auch 2 Stunden. Ne? Ja, was gibt es zu erzählen? Wir sind hier im Castle Hotel in Dublin. Weiß gar nicht, ob das richtig rum ist oder spiegelverkehrt. Das werde ich nachher in der Aufnahme sehen. Ja, die erste Nacht ist verschlafen. Ich habe hier Oropax mit. Und die haben mir echt gut geholfen, weil man hört schon sehr viel. Es ist sehr hellhörig, es ist ein sehr altes Haus, dieses Hotel. Es ist sehr verwinkelt, also wie viele Treppen und Türen es hier gibt, das ist echt Wahnsinn. Aber es ist ein ja, ganz schönes Haus, also sehr rustikal, so viele Sitzgelegenheiten und Sessel und Couches. Muss ich irgendwann mal ausprobieren, heute oder morgen noch. Gestern nicht gemacht. Und das Zimmer ist zwar klein, aber fein, also wirklich alles sauber, ein schönes Bad und das Bett ist auch nicht zu weich oder zu hart. Aber ich glaube, in dem Alter bin ich noch nicht, wo ich mich darüber vielleicht beschweren würde. Ja, wir sind gestern angekommen zu unterschiedlichen Zeiten. Ich war irgendwie um 12 da, also um 1 nach deutscher Zeit und André war schon eine Stunde vorher da. Wir haben uns am Flughafen getroffen, Koffer abgeholt und dann sind wir im Bus, sind in die Stadt gefahren, sind ins Hotel, haben dort eingecheckt, hat alles wunderbar funktioniert und dann sind wir nochmal los, weiß ich nicht, so um 3 sind wir hier wieder los und haben uns ein bisschen Dublin angeguckt, sind ein bisschen ohne Plan oder fast ohne Plan rumgelaufen, haben beim TGI Fridays was gegessen gestern. Und dann waren wir abends noch in einem Pub und der André trinkt ja keinen Alk, aber ich habe dann ein Guinness gezischt. Das war ganz gut. Ja, und dann waren wir irgendwann um 8, glaube ich, 8:30, 8:30 wieder im Hotel und waren Knülle. Weil wir ja beide auch relativ früh aufgestanden sind, irgendwie so gegen 6. Also ich glaube, André ist halb 6 wach geworden und ich so 6:15 Uhr oder so. Ja. Wie gesagt, 8:30 auf dem Zimmer gewesen und irgendwie 9:30 dann auch geschlafen. Und dann heute früh um 6 Uhr wieder zu mir gekommen. Ja. Ziemlich früh für einen Samstag, aber wir haben heute ja viel auf dem Plan. Das heißt, wir wollen heute zum einen in die Guinness Brauerei, wie heißt das, Guinness Storehouse gehen. Da haben wir uns reserviert für 10 Uhr. Dann wollen wir heute mit dem Bus die Stadtrundfahrt machen. Und wir wollen heute in eine Whisky-Distillerie gehen, Brennerei. Wir wollen in eine Kirche gehen und in Museen und was es alles nicht gibt. Wir haben so einen City-Go-Pass uns mal geholt. Und mit dem werden wir dann so viel wie möglich abgrasen, was es da so heute gibt. Ja, eine Sache, wie gesagt, haben wir reserviert. Und dann gucken wir mal, was auch entlang der Busstrecke dann vielleicht für Sehenswürdigkeiten oder Attraktionen sind, wo man noch reingehen kann. Ja, heute wird der längste Tag von allen. Wie gesagt, gestern waren wir erst um 3 wirklich on Tour. Um 12 waren wir am Flughafen. 10:30 sind wir da raus, ehe dann der Koffer da war. Und heute ist das alles nicht. Wir werden jetzt gleich frühstücken gehen. André ist auch schon wach. Wir haben schon geschrieben. Das heißt, wir werden gleich runtergehen, entweder Kontinentalfrühstück oder Full Irish. Das müssen wir noch klären. Und dann werden wir hier so gegen 9 Uhr abhauen und zum Guinness Storehouse laufen. Und dann sind wir da 10 Uhr eingetragen. Ich weiß gar nicht, wie lange das geht, also eine Stunde oder länger. Es sind halt 7 Etagen, dieses Storehouse. Und da ist auch ein Café und ein Restaurant drin. Und aber 10 Stunden, was ich damit meine, auch wenn es ein Versprecher war, wir werden heute bestimmt 10 Stunden unterwegs sein. Also vor 8 sind wir auch nicht wieder zurück, vielleicht sogar später. Mal gucken, ja. Mal gucken, was uns heute so erwartet. Ich muss auf jeden Fall einen Magneten noch holen für
meinen Besuch hier. Jede Stadt, die ich besuche, habe ich ja mindestens einen Kühlschrankmagneten. Und ja, ich glaube, André will sich noch ein bestimmtes T-Shirt holen mit Geokoordinaten drauf für die jeweilige Stadt. Ich weiß gar nicht mehr, welche Marke das war. Ja, Starbucks-Tassen gibt es irgendwie nicht. Der nimmt sich auch aus jeder Stadt, wo er war, eine Starbucks-Tasse mit, aber irgendwie haben die alle hier in den Starbucks keine aktuell. Ja, mal gucken, vielleicht finden wir ja doch noch irgendwo eine einsame Tasse rumstehen. Ja, und dann mal gucken, ein paar Süß- oder Fresssachen mitnehmen aus Irland, die ich dann in meinem Rucksack, nee, im Koffer verstaue. Im Rucksack geht ja nicht. Und ja, das ist es. Mehr habe ich nicht. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid gut ins Wochenende gestartet, hattet gestern einen schönen Tag und habt heute auch einen schönen Tag. Thema schönen Tag. Wettertechnisch haben wir sehr, sehr viel Glück. Wir hatten gestern Sonnenschein und blauen Himmel und keinen Regen. Heute sind es auch irgendwie 6 Grad. Es ist zwar bewölkt, aber soll heute nicht regnen. Bis 8 Grad werden es heute. Ja, Sonne kriegen wir heute anscheinend nicht mehr. Und morgen haben wir 40% Regenwahrscheinlichkeit, aber morgen ist ja im Grunde Abreisetag. Das heißt, wir werden irgendwie bis 8 Uhr pennen, dann frühstücken gehen und dann um 12 Uhr aus dem Hotel raus. Und dann müssen wir eigentlich auch schon so langsam wieder zum Flughafen zurück, weil zumindest mein Flug um 15 Uhr geht. Ja. Gut, das ist es von mir. Es ist wunderschön hier. Mal was anderes, raus aus Berlin. Alle sprechen Englisch. Und ein bisschen Zeit mit anderen zu verbringen. André, jetzt habe ich den Namen verschluckt, ist auch ganz angenehm. Also, ich glaube, die Chemie passt da ganz gut. Und wir laufen zusammen durch die Stadt und gucken uns heute ganz viele Sachen an. Ich wünsche euch was. Ich bin raus. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und bis bald. Tschüss.